um Sachen da zu platzieren, wo man die nicht unbedingt platziert und dadurch dann eventuell ein paar nette Gebäude-Setups, Dorf-Setups zusammenkriegt. Moin Leute und willkommen im Mittelalter zum nächsten Guide von mir über Medieval Dynasty. Heute wollen wir mal über Bauplätze reden. Wie ihr Plätze zum Bauen findet, was für Infos ihr da haben müsst, ein paar Fakten und vor allen Dingen, das wird der Hauptteil sein, so ein paar andere Ideen, dass ihr nicht nur ein Dorf baut, wo ihr alle Häuser effektiv die in Anno-Teil hast du nicht gesehen, Vanish, Forest Village oder so weiter und so fort baut, sondern wo ihr ein Dorf baut, das so ein bisschen Atmosphäre und Geschichte vielleicht entwickelt, sodass ihr dann eine lange Zeit hier mit dem Dorf euren Spaß habt, das erweitert, Außenposten baut, neue Ideen findet. Und trotzdem so ein paar Sachen über das Bauen bis im Spiel. Grundsätzlich so eine wichtige Sache ist, ihr könnt nicht zu dicht an anderen Dörfern bauen. Ihr könnt nicht auf jedem Gelände immer bauen. Da gibt es dann so Sachen wie, dass ihr auf Straßen nur bestimmte Sachen bauen dürft. Zum Beispiel kann ich hier nicht auf der Straße einen Tisch bauen, da wird das Gelände blockiert durch die Straße. Das Ganze muss einigermaßen eben sein. Da muss man halt ein bisschen gucken, dann geht's auch. Wenn man Platz hat, an dem man bauen will, kann man da eigentlich auch bauen. Man muss ein bisschen Geduld mitbringen. Manchmal bleibt man irgendwo hängen. Manchmal ist Kram einfach nur im Weg, den man vielleicht einfach dann mal eben kurz, wo ist es? Was hatte ich gerade? Sitzgelegenheiten. Zeug im Weg. Hier ist man dann entfernt und dann bauen kann. Und so schlussendlich ja, Siedlungen, Dörfer und so weiter baut, die halt mal so ein bisschen anders aussehen als halt die Manhattan-Nachbauten, die ich schon ziemlich oft hier in Facebook, Steam-Community und so weiter und so fort gesehen habe. Die Hauptgrundlage dafür, dass ihr hier irgendwas im Spiel bauen dürft, also irgendwelche Häuser, Hocker, weiß ich nicht, was Lagerfeuer ist, dass ihr die Quest Kapitel 1 Neuanfang von Unighost durch habt. Dass ihr ein bisschen Werkzeuge bauen, Bäume fällen, Stöcke und Steine sammeln und Stroh sammeln. Hier hängen relativ viele Leute fest, weil die den Fehler machen, den ich auch sehr oft eigentlich in allen Spielen mit Quests mache, nämlich den Questtext nicht zu lesen. Die letzte Zeile. Ein einfaches Dach könnte ich aus Stroh machen. Ich kann es mit dem Ried decken, das am Ufer des großen Flusses wächst. Ich muss hier nicht ewige Zeiten irgendwie anfangen, Ackerbau zu betreiben, um mir Stroh zu besorgen oder irgendwie Geld zu machen, um mir Stroh zu kaufen. Kann ich natürlich auch, ist aber Blödsinn. Ich kann einfach Ried sammeln. Das sind die Pflanzen hier vorne, diese fisseligen Grünen, nicht diese Pfeifenputzer-Dinger. Einfach Ried, das Zeug hier. Da solltet ihr euch auch gleich, hier das Spiel sagt in der Quest, sammelt 32 Stück. Steckt euch damit das Inventar voll. Es gibt durchaus hübsche Bauplätze, die ein bisschen weiter vom Fluss entfernt sind. Da ist es ganz praktisch, wenn ihr da schon mal einen ganzen Vorrat im Inventar habt. Und ich sag mal, das Zeug, das wiegt jetzt auch nicht so viel. So, ich habe jetzt irgendwas bestimmt über 200 mal Ried in meinem Inventar. Auf dem Weg dahin so circa 30 Liter Wasser aus Versehen getrunken, weil ich habe die Angewohnheit, wenn ich irgendwas sammle, die Taste einfach gedrückt zu halten. Ne? Also Finger unten, er sammelt dann ein und sammelt ein und irgendwann ist nichts mehr da, dann trinkt er. Nachdem ich die 32 Ried für die Quest gekriegt habe, ist der nächste Quest-Schritt halt Build Your First House. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Ding hier im Guide. Nämlich, wie finde ich einen Platz dafür? Wenn ihr das Spiel jetzt gerade erst angefangen habt,
Also ich meine jetzt nicht ein neues Safe-Game, sondern ein Spiel gerade erst runtergeladen habt, überhaupt nicht wisst, was ihr hier tut, habe ich schon mal einen sehr, sehr guten Platz für euch. Da laufen wir jetzt mal eben hin. Da schauen wir einer guck. Umgestürzte Karre oder ein kaputter Karren, die immer, gehört zwar nicht zum Video, aber die immer einsammeln. Ich habe auch ein anderes Video, das werde ich am Ende dieses Guides verlinken, darüber, wie ihr direkt am ersten Tag einen ganzen Arsch voll Loot zusammenbekommen könnt, um hier einen coolen Start ins Spiel zu haben. Und dann sind wir eigentlich auch schon da, wo ich euch ja, empfehlen würde, euch euer allererstes Dorf hinzubauen, da wo ihr euer erstes Dorf halt eben errichten wollt. So. Ich habe gesagt, ganz am Anfang, ihr braucht Platz. Den habt ihr hier. Der Platz ist zwar noch ein bisschen vollgestellt mit Bäumen, aber ihr braucht zum Bauen Bäume ohne Ende. Aber was ihr hier habt, das könnt ihr mir glauben, zeige ich euch gleich, ist tatsächlich jede Menge Fläche zum Bauen, sodass ihr nach und nach euer Dorf hier entstehen lassen könnt. Auf was müsst ihr hier noch achten? Also Fläche haben wir, Ressourcen haben wir jetzt gerade gesagt, Bäume ohne Ende braucht ihr. Dann solltet ihr am Anfang eurer Medieval Dynasty Karriere sehen, dass ihr irgendwo in der Nähe von einem Fluss oder Bach baut. Braucht relativ viel Wasser und solange ihr noch keinen Brunnen habt, naja, wäre das sonst halt relativ viel Rennerei, immer mit einem Eimer oder mit einem Mähern zum Fluss rennen oder mit einem Trinkschlauch, damit ihr eure Dorfbewohner versorgen könnt. Hier habt ihr das direkt quasi vor der Haustür. Und dazu kommt noch, hier sind so ein paar nette kleine Features, die man schön ins Dorf einbauen kann. Also man kann zum Beispiel als zentralen Platz, das zeige ich euch gleich, wie es aussehen könnte, hier diese kleine Bauminsel, paar Büsche, Baum und den Wegweiser nutzen. Die Brücke hier vielleicht so ein bisschen mit einbauen. Also rundum schon mal ein ganz netter Platz, mal ein Dorf mit ein paar kleineren Features, die man so nicht bauen kann. Auf was müsst ihr noch achten? Ihr werdet gerade am Anfang des Spiels relativ viel Quests machen. Die Main Story Quest geht hier vorne über Gostovia. Das ist die Quest, diese Kapitel Hasse nicht gesehen Quest, wo ihr halt bauen, bauen und bauen könnt, müsst, um euer Dorf zu vergrößern. Das ist eigentlich mit so die wichtigste. Und ihr solltet jetzt gerade, wenn ihr neu angefangen habt, nicht unbedingt hier an dem anderen großen See bauen, auch ein schöner Platz hier, keine Frage. Wenn ihr nicht so viel laufen wollt, gerade am Anfang, ihr habt kein Reittier, ihr habt nicht viel Ausdauer. Der Weg von da hinten von Rolnica bzw. Lesnica, das ist schon ein ganzes Stück hierhin. Also ich würde eher erstmal hier vorne bauen. Hier habt ihr Zugang zu relativ vielen Händlern. Gostovia, Borvo, Baranica, da kommt ihr relativ schnell hin. Denica, das ist auch noch so einigermaßen dicht bei. Und dann noch als langfristigen Bonus, der so im Mittelteil des Spiels kommt, ist, mal kurz gucken, hier oben, so ein ganz dunkler Fleck hier im Stein. Am Ende von diesem Bach geradeaus, da ist eine Höhle ohne einen Bären vor, in der ihr Metalle abbauen könnt. Also am Anfang Kupfer und Zinn, daraus könnt ihr Bronze herstellen und dadurch damit dann eure ersten Werkzeuge. Also ein zentraler Platz, das ist wichtig, auf dem Platz ist, also sprich wenig krummes Gelände, sage ich mal. Hier könnt ihr relativ viel bauen, ohne allzu große Schwierigkeiten mit dem Spiel zu kriegen. Ihr habt Ressourcen hier ohne Ende. Kommt an die Queststädte und an Händler relativ schnell ran. Also die Sachen, die ihr am Anfang haben wollt. Hier ist übrigens auch eine ganze Menge Ried nochmal am Flussufer. Da auf der anderen Seite noch viel mehr. Also genug, um eure ersten Häuser zu decken. Später habt ihr einen Holzfällerschuppen, da könnt ihr Bretter herstellen und damit etwas bessere Dächer bauen. So, ich zeige euch mal, wie das hier dann nach einer Zeit aussehen kann und wie sich daraus ein Dorf entwickelt. Und so kann das Ganze dann eine ganze Zeit lang später aussehen. Da bin ich jetzt gerade in meinem Let's Play und Stream Safe Game. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr einen anderen Guide von mir geguckt habt, anderen von den neuen Guides von mir geguckt habt, meine ich, beziehungsweise einen Stream.
wie das hier aussehen kann. Also hier vorne, das Gelände, das ist so ein bisschen doof zum Bauen. Hier sind überall so Bodenwellen drin, darauf kann man schwer Häuser bauen, das ist nervig zu platzieren. Also kommt hier Farmland hin. Relativ einfache Lösung. Und, ups, man sollte vielleicht das Tor nehmen. Hier ist dann der Anfang von einem kleinen Dorf. Was dadurch, dass das hier an der Schräge gebaut ist und etwas anderen, wie soll ich sagen, anderes Aussehen bekommt, als, ja, keine Ahnung, so ein Dorf, wo jemand versucht, Manhattan nachzubauen. Also sprich, ganz viele Häuser auf ganz engem Raum, auf einem ganz platten Land. Das finde ich, sieht immer so ein bisschen komisch aus. Pflanzt man halt so ein paar neue Bäume nach. Hier, das hier müssten Pflaumenbäume sein. Hier so ein bisschen Hopfen pflanzen. Also kriegt das Ganze so ein bisschen nett und irgendwie so, dass sich das in den Wald reinfügt. Dann muss ein Dorf nicht unbedingt alles auf einem Haufen haben. Ich habe zum Beispiel hier hinten, das hier ist eine Jagdhütte. Hier vorne wohnt mein Jäger auf einem etwas erhöhten Haus, damit hier im Wald nicht irgendwelche Tiere ihm andauernd ins Haus reinkrabbeln. Irgendwelche Mäuse, Hasen und ich weiß nicht was. Genauso der Holzfäller, der wohnt im Dorf, aber der hat seinen Arbeitsplatz etwas außerhalb, weil der hier die ganze Zeit am Krach machen ist. Ne? Feuer, Holz hacken und so, das ist nicht leise. Den habe ich halt bei dem Dorfplatz hier ein bisschen ausgelagert. Zum einen und zum anderen, weil es hier einfach mit dem Bauplatz etwas enger ist in dem Dorf. Genauso mit Farmland. Das ist dann hier irgendwann, also das hier ist so die erste Farm, die ich mir gebaut habe, also nach und nach erweitert habe. Das erste war einfach nur hier vorne eine Scheune, zwei, drei Felder, hier vorne standen dann noch Bäume und dann kamen hier nach und nach Kram hinzu. Ein paar Ställe, mehr Bäume gefällt dafür, noch ein Stall, an den Feldern ein Lebensmittellager und ein Brunnen ans Lebensmittellager, so dass hier nach und nach ein Dorf reinwächst. Wie gesagt, das hier ist halt nicht Anwo irgendwie was oder Banished, Forest Village, Phasus Cruncher oder irgendwie eins von den Spielen, sondern Medieval Dynasty. Hier müsst ihr auch ein Dorf organisieren und verwalten, dass ihr aber halt auch selber bespielen könnt und in 3D euch hier drinnen bewegt. Da finde ich die Dinger, wo ihr einfach nur ein Straßennetz habt im rechten Winkel, mit Häusern platt, dicht an dicht gebaut, finde ich ein bisschen langweilig und unattraktiv. Hier spielt ihr halt lange gerne. Also hier, der Spielstand, da bin ich irgendwo bei, lass mich nicht lügen, was ist das, das siebte Jahr, gut 30 Stunden war ich hier jetzt zugange und bin hier noch länger. Jetzt mal ein ganz anderer Spielstand, anderes Safe Game wieder. Das ist das, was ihr aus meinen ganzen alten Videos vielleicht kennt, wenn ihr die mal geguckt habt. Bin zwar alt, aber noch nicht ganz überholt. Da habe ich den ganzen Farmbereich hier draußen nochmal vergrößert. Lass Bauern hier wohnen. Also meine Feldarbeiter, die hier ihren Feldschuppen haben. Hier ihre Felder. Scheune. Und dann das eigentliche Dorf. Es war im Mittelalter halt so, dass man die wertvollen Sachen, nämlich den eigenen Wohnraum, sag ich mal, die Lagerhäuser mit den ganzen Vorräten, Schmiede, natürlich die Kneipe, wo damals das Essen gemacht wurde, doch dann kam ein Patch. Das Lebensmittellager mit als wichtiges, wenn man irgendwie belagert, eingekesselt war. Hier kommt irgendwann wieder eine Küche hin. Das wurde ja eingefriedet, also mit Palisaden oder Mauern umgeben und hat sich daraus dann erweitert. Hier zum Beispiel wäre es jetzt so, dass hier irgendwann der Farmbereich einfach zu klein geworden wäre. In der Story des Dorfes wäre es dann so weitergegangen, dass der Bauer oder die Bauern aus dem Dorf gesagt haben, wir haben hier zu wenig Platz, also erschließen die sich neues Land. Haben sich ihre Häuser hier vorne hingebaut, eine Scheune, ein Schuppen für ihre Feldarbeiter, ein Materiallager, in einem Platz, in dem einfach
ohne Ende Weideland ist. Das Dorf geht immer noch da hinten. Die versorgen das Dorf immer noch, handeln da halt hin und her, haben hier jetzt aber jede Menge Platz zum Expandieren. Jetzt muss ich unbedingt im Dorf liegen, sondern kann halt auch ein bisschen außerhalb sein. Das hier wäre jetzt so das nächste Projekt von mir als neuen Außenposten, als nächsten Außenposten. Eine Höhle, das ist hier bei Baranica dazwischen, die habe ich euch vorhin auf der Karte gezeigt, die ich zur Mine ausgebaut habe. Und wo jetzt die nächste kleine Siedlung entsteht, das hier vorne, das wird ein Lagerhaus, Materiallager, ein Lebensmittellager und zwei Häuser für die Familien, die hier wohnen. Einmal für die Bergarbeiter und ein Haus, naja, für die, die halt so das Dorf betreiben, die sich um die Lager kümmern und so weiter und so fort. Wäre eine Idee. So, und jetzt gucken wir mal so ein bisschen über die Karte, wie das Ganze weitergeht. Also im Spiel, Roleplay-mäßig, wäre es so, dass mein Sohn irgendwann sich auf seine eigenen Füße stellt und sein eigenes Dorf baut. Was dann quasi parallel zu meinem Dorf besteht, was alles sehr gut funktioniert hier im Spiel, da die einzelnen Gebäude nicht wirklich eine Reichweite haben. Also, das, was ich hier vorne baue, das ist relativ... Ja, also, was die Spielmechaniken angeht, ist das nutzlos. Das ist Deko, sieht nett aus. Momentan ist es noch so, dass meine Minenarbeiter, die Dame hier vorne, die wohnt in dem Dorf, wo wir vorhin waren. Das ist... Wir sind jetzt gerade hier oben bei Branica. Die Minenarbeiterin wohnt hier und arbeitet vollkommen effektiv, da die halt eben nicht nur arbeitet, wenn sie direkt in der Mine ist, sondern die fängt morgens um 9 Uhr mit Arbeiten an, hört um 18 Uhr auf und läuft dann nach Hause. Ja, das ist halt die Spielmechanik, so funktioniert das Spiel. Die einzelnen Gebäude, sei es jetzt die Produktionsgebäude, Gewinnungsgebäude oder Lagerhäuser, die sind produktiv, effektiv, auch wenn die Leute weit weg sind. Also die beiden hier sind hier am Erze kloppen, da wo gar keine Erze sind. Das ist auch immer gut zu wissen. Und das, was die da jetzt abbauen, da müssen nicht jedes Mal, wenn ihr Inventar voll ist, zum Materiallager laufen, sondern das taucht da automatisch auf. Das geht auch, solange es nicht, das Materiallager nicht voll ist, auch nicht in die Truhe hier rein. Jetzt schon, also hier ist auch was drin von irgendwann, da war mal das Lager voll. Das taucht aber halt eben direkt da auf. So, und jetzt in die Zukunft, was macht mein Sohn? Wo will der bauen? Damit will ich euch jetzt mal so ein paar andere Ideen zeigen zum Bauen. Ein paar nette Plätzchen hier auf der Karte. Ein Platz, den ich sehr nett finde, wäre zum Beispiel hier vorne. Nehmen wir mal an, mein Sohn ist jetzt eher etwas kriegerischer unterwegs. Der baut Waffen und so weiter und so fort. Was er irgendwann in einem zukünftigen Patch hoffentlich auch mal kann hier im Spiel. Zieht er ein wenig nach Süden. So, jetzt haben wir hier vorne. Mal kurz gucken, ob ich die Stelle wieder finde. Ich meine hier irgendwo. Oder hier. Oder da auf jeden Fall hier in dem Bereich ist nochmal eine Höhle, wo sich Metalle abbauen lassen. Da kann er hier in der Nähe siedeln. Zum Beispiel hier unten. Hier ist durchaus Platz, wo man ein paar Gebäude hinrieseln kann. Bisschen Fläche und umgekippte Karre. Da gucke ich mal eben ganz kurz drauf. Und hier kann man vielleicht auch ein paar Sachen ausprobieren. Könnte es zum Beispiel sein, dass mein Sohn, nachdem ich von Banditen ermordet wurde, kriegerisch geworden ist, weil ich halt umgebracht wurde, er mich hier in dieser Höhle beigesetzt hat und in der Nähe halt ein neues Dorf errichtet hat. Übrigens, falls ihr die Höhle hier nicht kennen solltet, wenn ihr das Spiel tatsächlich so ein bisschen mehr spielt wie ein RPG und nicht unbedingt nur auf Verwaltung eingeht und auch mal erkunden geht, findet ihr hier solche coolen Plätze auf der Karte. Das hier ist relativ abgelegen. Jetzt da, wo meine Markierung ist, da könnte man dann erkennen, wo die Höhle ist. Moment, ich gehe mal eben aus dem Weg.
seht ihr hier den Fluss östlich von Rolnica, also den Fluss, nicht den Bach, mit der Höhle, also dieser Teich hier vorne, der ist tatsächlich dann in der Höhle drinne. So, jetzt könntet ihr hier in der Nähe halt sagen, okay, wir lassen uns hier mal nieder. Ja. Natürlich keine Waffe dabei jetzt gerade. Was haben wir hier? Insgesamt einen sehr, sehr schönen Bereich. Viel flaches Land, wo gebaut werden kann. Ein Teich oder ein See in der Nähe. Jede Menge flaches Land, wo man mal gucken kann, was man hier denn so bauen kann oder nicht bauen kann. Ich habe am Anfang des Videos davon gesprochen, dass man nicht unbedingt überall bauen kann, dass es mal Schwierigkeiten mit unebenem Gelände und so weiter geht. Aber wenn man sich ein bisschen umguckt, erkundet, einen schönen Bauplatz findet, dann gibt es immer Mittel und Wege, wenn man etwas Geduld hat, um Sachen da zu platzieren, wo man die nicht unbedingt platziert und dadurch dann eventuell ein paar nette Gebäude-Setups, Dorf-Setups zusammenkriegt, die dann auch in den Foren mit Screenshots und so weiter mal so ein bisschen mehr hermachen. Also so hier am Bergesrand, kleiner Bergbach kommt hier drunter. Und das ist das, was ich ganz am Anfang, ja, was ich halt eben schon mal sagt, was ich am Anfang gesagt habe. Schaut euch hier im Spiel um. Mir fällt jetzt gerade der deutsche Ausdruck nicht dafür ein. Think out of the box. Geht nicht nur mit dem Flow, baut nicht ideal Standard. Guckt euch um, wo man coole Bauplätze hat, wo man eventuell so ein bisschen was rein zulöffeln muss, um dadurch dann halt Gebäude, Dörfer, Städte, Siedlungen, Bauernhöfe und so weiter zu bauen, die halt etwas anders sind als die ganzen anderen, die man halt schon kennt. So wird das Spiel dann halt auch, wenn man es lange spielt. Ich bin jetzt so bei ungefähr 340 Stunden angekommen. So bleibt das Spiel dann auch interessant. So, und damit, ja, schließe ich mein Video zur Bauplatzsuche hier im Spiel ab. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was gelernt, was Neues gesehen. Falls dem so sein sollte, lasst mir, jo, Brauner, nee, Bauer, lasst mir ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.